Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen. Und zwar wurde ich auf ein bestimmtes Video aufmerksam. Und zwar wurde der Rapper Mero mit einem Gegenstand beschmissen ins Gesicht während eines Konzerts in Aachen, soweit ich weiß. Wir gucken uns das Video erstmal kurz an und danach reden wir mal ein bisschen darüber. So, Freunde, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. So, wenn man jetzt den Text von diesem Song Hobby Hobby kennt, da fängt er an mit: Ich bin von unten gekommen. So, während er das sagt, kommt von unten angeflogen. Während er da singt, Rap, kommt da schon der Kinder-Winner aus dem Publikum angeflogen. Ihr müsst euch vorstellen, die Bühne ist hier, die Leute sind da unten und da unten schmeißt jemand diesen Gegenstand. Und der Mero bekommt es direkt ins Gesicht, Freunde. Und während er sagt, ich bin von unten gekommen. Okay, darüber macht man sich nicht lustig. Nein, darüber macht man sich nicht lustig. Freunde, es ist nur ein Kinder-Bueno. Es ist kein krasser Gegenstand. Da es sich hierbei nicht um einen krassen Gegenstand, sondern nur um einen leichten Kinder-Bueno handelt, hat sich der Rapper natürlich nicht verletzt. An dieser Stelle kann man natürlich lachen, wenn man möchte, aber es ist natürlich richtig heftig. Im Internet kursieren wirklich viele Gerüchte, warum dieser Gegenstand in Richtung Mero geworfen wurde. Ein Gerücht ist zum Beispiel, dass ein kleines Mädchen oder ein kleiner Fan, der hat versucht, ihn diesen Kinder-Bueno zuzuschmeißen, dabei hat er ihn leider ins Gesicht bekommen. Ne? Man kann natürlich an dieser Stelle lachen, weil es wirklich nur ein Kinder-Bueno ist, es ist jetzt nichts Krasses. Und im Internet wird ja immer wieder dann berichtet, boah, der hat einen krassen Gegenstand ins Gesicht bekommen. Ja, es war nur ein Kinder-Bueno und er hat sich auch nicht dabei verletzt. Also von daher, alles cool, alles gut. Natürlich hätte es auch krasser werden können. Es gibt viele Rapper, die krasse Gegenstände ins Gesicht bekommen haben. Wie zum Beispiel, glaube ich, Echo Fresh, der hat mal eine Flasche ins Gesicht bekommen. Deswegen hat er auch hier so eine Narbe, glaube ich, die kann man noch sehen. In Meros Fall ist das zum Glück nicht so passiert. Ich glaube auch nicht, dass es ein Fan jetzt irgendwie ihn wirklich angreifen wollte in diesem Sinne. Würde mich freuen, wenn ihr dieses Video ein Gefällt mir drückt und bis demnächst. Ich glaube, ich gehe schlafen. Ciao.